Diesmal bei meinem 5. oder 6. Landeanflug auf Antigua, die Heimatinsel der Liat, hatten wir einen herrlichen Blick auf Nelson's Dockyard, den berühmten Naturhafen dieser Insel. Am Donnerstagmittag ging es dann weiter zur dritten meiner Inseln, zu der Insel Dominica. Das Ziel meiner Fahrt, glücklicherweise wieder mit Jeep, war Roxy's Mountain Lodge. Ich bog weisungsgemäß in der Hauptstadt Roseau links ab, nicht ahnend, dass es dann hoch hinauf ins Gebirge ging. Aber mehr Natur pur kann man sich nicht vorstellen. Die Fahrt dorthin war der erste Teil des Besuchs im Botanischen Garten, wie man die 750 Quadratkilometer große Insel wohl bezeichnen muss. Selbst die hohen, unbewaldeten Berge leuchten in allen saftigen grünen Tönen, wenn sie gerade einmal von den gewaltigen Wolken freigegeben wurden. Wirklich heftige, aber warme Ostwinde lassen alle Palmen und Bananenstauden in ununterbrochen Rauschen. Roxy's Mountain Lodge ist der idyllische Ausgangspunkt für Wanderer, die zum Boiling Lake, zum Valley of Desolation oder zum Freshwater Lake wollen. Dafür hatte ich jedoch leider nicht die Zeit. Nach einem kurzen Besuch der Trafalgar-Wasserfälle, einem der 100 Wasserfälle der Insel,
machte ich am Freitagmorgen einen viel zu langen Stadtbummel durch die Hauptstadt Roseau, deren Architektur mich immer wieder an Julien erinnerte. Die Insel Dominica wurde von Kolumbus auf seiner zweiten Fahrt am Sonntag, den 3. November 1493, entdeckt. Aber erst im frühen 18. Jahrhundert begann die Landnahme durch die französischen Siedler. In der Folgezeit wechselte Dominica ein paar Mal den Besitzer, um am 3.11.1978 unabhängige Republik im britischen Commonwealth zu werden. Die jetzt rund 90.000 Bewohner sind fast ausschließlich Schwarze, die auch zu den wirtschaftlich Ärmsten der Karibik gehören. Dann ging es endlich nach einem Abstecher zur Halbinsel Scotshead am Südzipfel der Insel durch viele kurze Regenschauer im Rechtskreis an der Westküste entlang nach Norden. Auch hier sehr schöne Straßen, oft direkt am Wasser entlang, aber nur mit steinigen Ständen. Tu me
Wunderschön gelegen ist die Hotelanlage Loro Club im Nordwesten der Insel. On s'amuse, moi, on les roche, qui t'a déroulé au bord de la mer là. Moi-même qui sont gros malades à ça, pour moi, moi, pas t'es loupé ça. En dégâts, si sont les gens les moins, dis moi, j'arrivais en l'auto en moins. On l'a pris dans cette sécurité, c'est un vite bon pas, j'ai oublié. Bah, c'est j'en avoue pas encore des pistaches, on a voulu. Hier stehen übrigens riesige Affenbrotbäume mit wahnsinnig großen Früchten. Das zweitgrößte Städtchen Portsmouth hat 1995 unter dem Hurrikan sehr gelitten. Die Küste ist durch die gestrandeten Schiffe wohl für immer ein einziger Schrottplatz geworden. J'ai tout ça qui était, mettez un sachet pour mettre en poubelle. Les mots rivés à dans les roses là, musique là, et tout bout au pas. Et les amis moins aïe, point on fait, tout talent tout moins jalon pillé. Approche à moi, t'y point de caoutchouc là, on y aura dit c'est jamais sans lui. Ein paar hundert Meter weiter landeinwärts glaubt man aber wieder, mitten im Botanischen Garten zu sein, trotz des immer wieder einsetzenden Regens. An der wilden Atlantikküste gibt es wenig Dörfer, dafür aber einige sehr schöne Strände und faszinierende Landschaften.
pas tout passé, yeah. Au naturel et au parallèle, yeah. T'as senti c'est sans qu'à exprimer. Attentionné et sensibilisé, je suis prêt à assumer la réalité. Non, non, mais pas gêné, gêné, yeah. Laissez-vous parler, parler, yeah. Ouais, mais c'est vérité, yeah. Ouh, ouh. Tout pas tout passé, c'est même mouvement. Non, en vrai, c'est pas pétant, pas pétant. Gêné, gêné, gêné. Vor lauter Anhalten und Schauen und Filmen verging die Zeit viel zu schnell und ich musste auf einer herrlichen Strecke vorbei an einigen der 365 Flüsse quer durch die Insel zu meinem Hotel am Flugplatz Canfield zurückkehren. Dafür gab es wenigstens ganz kurz einen herrlichen Sonnenuntergang zwischen den Regenwolken zu bewundern. Samstagmorgen genoss ich in aller Frühe noch einmal die Fahrt quer durch die Insel zum Flugplatz Melville Hall. Von dort ging es mit vielen Zwischenlandungen zurück in Richtung Norden. Es war ein wunderbarer Flug, der mir noch einmal die Gelegenheit gab, die ganze Kette der kleinen und großen Antillen von oben zu betrachten. Der Pilot war übrigens so nett, mir über Funk meinen Weiterflug direkt bis San Juan umzubuchen, so dass ich auch noch den Blick auf die Nordküste der Insel Puerto Rico, die ich vor 2 Jahren entlang gefahren war, vom Cockpit dieses Flugzeuges aus genießen konnte. Allerdings nicht, ohne noch eine letzte Zwischenlandung auf Beef Island, Tortola, gemacht zu haben. Waren wir nun am Ende meiner Reise und warteten auf eine freie Parkposition.
Ich freute mich schon darauf, dass es in ein paar Stunden zu einem für mich neuen Land weitergehen wird. Zur Dominikanischen Republik, von der ich nichts wusste, außer dass sie ein sehr schlechtes Image als Touristenrummelplatz hat.